Hier gibt es jetzt den Vortrag von Dirk Hauen. Er spricht darüber, wie man jetzt in der Pandemie präsentiert und was wir jetzt im letzten Jahr darüber gelernt haben. Wunderbar, danke schön. Ja, freut mich, dass ein paar Leute hierher gefunden haben. 13 Teilnehmer sehe ich hier gerade, 2 davon bin ich. Aber schön, dass nach 1,5 Jahren Pandemie ihr immer noch nicht die Schnauze voll habt von den ganzen Online-Präsentationen. Aber genau darum soll es jetzt auch ein bisschen gehen. Das ist grob das, was ich mit euch vorhabe. Ich möchte ein bisschen was so auf der Metaebene erzählen über Konferenzen, was sich da geändert hat, was wir vielleicht ändern sollten und was wir vor allen Dingen beibehalten sollten für künftige Konferenzen. Ein paar Worte zur Technik müssen immer sein, in dem Zusammenhang natürlich. Dann Grundlagen, da geht es mir vor allen Dingen um 2 Punkte, die für alle Vorträge gelten, ob online oder offline, aber jetzt, wie ich finde, besonders wichtig geworden sind in den letzten 1,5 Jahren. Und dann versuche ich mich an einem Fazit und ein paar Learnings. Schauen wir mal, wie es läuft. Genau, Metaebene, Konferenzen. Das war ja eine ziemliche Überraschung für alle, dass wir da plötzlich alles, die ganzen Konferenzen ja im Prinzip absagen mussten, die Präsenzkonferenzen und alles online verlegen mussten. Hat bei den Organisatoren für viel Ärger gesorgt, bei den Teilnehmern natürlich auch, Reisen absagen, umbuchen und so weiter, aber es hat halt auch seine Vorteile gehabt, das muss man ja ganz klar sagen. Denn es war jetzt plötzlich, jetzt bin ich. Jetzt habe ich meinen Joke verpasst. Mist. Ich habe diesen schönen Tweet gefunden, der die Situation eigentlich recht gut zusammengefasst hat, wenn man sich jetzt mal überlegt, im Rückblick halt nach 1,5 Jahren Online-Konferenzen, was hat sich alles geändert und wie sehen wir die früheren Konferenzen? Also ich lese mal kurz noch vor. Und dann seid ihr da jedes Mal stundenlang durch die Gegend gefahren, manchmal auch geflogen, um euch eure PowerPoint-Folien zu zeigen. Ja, also so im Rückblick ist es natürlich schon ein bisschen albern gewesen, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Ne? Um die halbe Welt fliegen, um anderen Leuten PowerPoint-Folien zu zeigen, ist schon eine ziemliche Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, es hat auch seine guten Seiten gehabt. Es waren jetzt plötzlich ganz viele Konferenzen ja erreichbar für viele Leute. Also in finanzieller Hinsicht, wie halt auch in der Hinsicht, dass ich nicht reisen musste. Es war plötzlich möglich, an Konferenzen teilzunehmen, wo ich halt vielleicht aus Zeitgründen nicht hin konnte oder weil es zu teuer war oder weil es in einem Land stattfand, wo gerade jemand an der Regierung war, mit dem ich nicht so happy war. Und stattdessen konnte ich das jetzt alles von zu Hause, vom Sofa aus betrachten. Finanzielle Aspekte, klar, weniger Reisekosten, auch die Teilnahmegebühren waren niedriger, nicht alles war kostenlos, aber vieles ist halt im Preis runtergegangen. Es war sehr viel einfacher, an sehr viel mehr Konferenzen jetzt plötzlich teilzunehmen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir als normale Menschen sind da ja auch ein bisschen privilegiert. Es gibt ja auch Menschen mit Behinderungen. Für die war das natürlich jetzt auch sehr viel einfacher, an Konferenzen teilzunehmen. Und selbst wenn ich im Rollstuhl sitze und will nur mit der Bahn nach St. Augustin fahren, um an der Frostcon teilzunehmen, das kann schon in ein Riesenabenteuer ausarten. Und das habe ich jetzt plötzlich nicht mehr gehabt. Ich kann das alles von zu Hause aus machen. Und es gibt ja auch Menschen, die eher, ich sag mal, auf der psychischen Ebene ein bisschen Probleme haben, große Mengen von unbekannten Leuten. Auch für die war das sehr viel angenehmer. Also es war nicht alles schlecht in der Pandemie. Es gab plötzlich Konferenzen, waren erreichbar, die vorher halt in weiter Ferne zu sein schienen. Andererseits natürlich fehlt etwas und das ist halt der persönliche Kontakt. Also das, was man im Englischen so schön den Hallway Track nennt, dass ich durch oder nehme irgendwelche Gespräche halt so nebenher mit, wenn ich irgendwo mich an den Stand stelle und höre eine Präsentation zu, dann kommt man ins Gespräch und so weiter. Das hat alles gefehlt. Und es gibt halt einfach auch Menschen, die ich nur einmal im Jahr wirklich sehe auf bestimmten Konferenzen, wie zum Beispiel der Frostcon, und das hat jetzt alles gefehlt. Und es gab natürlich Versuche der Organisatoren, das irgendwie abzubilden online, aber seien wir mal ehrlich, so wirklich funktioniert hat es eigentlich nicht. Also es gibt ja jetzt hier auch bei der Frostcon gibt es Chats mit
Hinterhof und so weiter habe ich vorhin noch gesehen, da ist niemand drin. Bei der Republika hatten wir es letztes Jahr probiert, die hatten ja auch eine Online-Konferenz. Da ist es auch die zwischenmenschlichen Beziehungen halt außerhalb von den Konferenzen, von den eigentlichen Vorträgen, ist auch immer sehr wichtig. Aber was ich da beobachtet habe, das haben halt die Leute miteinander gesprochen, die sich eh schon kannten. Und neue Gespräche sind halt eher schwierig zu initiieren, wenn man halt komplett nur online unterwegs ist. Es gab witzige Versuche in der Richtung. Bei einer Konferenz hatte ich gesehen, die haben praktisch Chatroulette wieder aufstehen lassen. Was man ja durchaus machen kann, das ist ja sowas wie ein Safe Space. Man hat Leute, die namentlich bekannt sind, weil sie sich angemeldet haben und die vielleicht auch die gleichen Interessen haben, weswegen sie bei dieser Konferenz sind. Da kann man sowas schon mal riskieren. Aber selbst dann kostet es natürlich Überwindung, jetzt hier die eigene Videokamera freizuschalten. Also ganz viele Leute haben da auch einfach Hemmungen. Ich sehe es immer wieder bei Konferenzen, dass halt einfach nur ganz viele schwarze Bildschirme von den Teilnehmern sind, weil eben, wer will jemanden schon in sein Wohnzimmer lassen? Also ich meine, ich lasse euch jetzt hier auch gerade in mein Wohnzimmer und ihr wisst jetzt von mir, dass ich ein rotes Sofa besitze und vielleicht schon mal in San Francisco war. Das sind Informationen, die man halt vielleicht nicht unbedingt jedem Fremden gleich mitteilen will. Und das ist natürlich viel besser, wenn ich auf neutralem Grund bin und da mich mit Leuten treffen kann. Und das fehlte halt einfach. Also es gab Bemühungen, aber es funktionierte halt nicht. Und ganz zum Schluss habe ich es vor 2 Wochen noch bei einer Konferenz aus Berlin gesehen, diesen Versuch hier, das Ganze halt nochmal so ein bisschen virtuell oder Augmented Reality mäßig umzusetzen. War ja klar, dass das auch jemand versuchen musste. Aber es hat halt auch nicht funktioniert. Der Fairness halber muss ich sagen, das ist ein Screenshot vom zweiten Tag. Den ersten hatte ich verpasst, da waren die ganzen Hauptvorträge. Am zweiten Tag gab es mehr so Panels. Aber es war wirklich halt, ich habe mich jetzt hier eingeloggt, wollte an der Konferenz teilnehmen und wurde halt auf diese komische AR-Plattform losgelassen und musste dann erstmal durch die Gegend laufen, um überhaupt die Leinwand zu finden, die jetzt hier auch irgendwo mittendrin in der Landschaft hängt, Platz verschwendet. Eigentlich will ich doch den Vortrag hören. Und offenbar ging es ja vielen anderen auch so. Es war nicht viel los, zumindest hier. Also man sieht da unterhalb von der Leinwand diesen grünen Punkt, da steht noch so ein Avatar rum, so ein einsamer. Und ich hatte dann auch so einen peinlichen Moment. Ich bin dann weggegangen, das einfach laufen lassen. Und als ich zurückkam, stand direkt vor meinem Avatar, stand ein anderer, so Angesicht zu Angesicht, und hat versucht, scheinbar meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Also zum einen hatte ich keine Lust, mit irgendjemandem da jetzt zu kommunizieren in dem Moment. Und zum anderen wusste ich überhaupt nicht, wie ich diesen komischen Avatar in dem Moment bedienen sollte, um da jetzt irgendeine Interaktion zu machen. Also ja, Bemühungen gab es, aber sie haben nach meinem Erachten einfach alle nicht funktioniert. Der Hallway-Track ist halt nicht zu ersetzen. Man kann sich annähern, wenn man Leute schon kennt, dann ist auch die Hürde geringer, aber jetzt irgendwie, um neue Leute kennenzulernen, schwierig, das online abzubilden. Nochmal zurück zu dem Punkt, gab jetzt eine Fülle von neuen Konferenzen, an denen man plötzlich teilnehmen konnte. Andererseits hat es zumindest bei mir dann halt auch diesen Effekt gehabt, dass es irgendwann einfach auch zu viel war. Also ich habe mich dann selbst erwischt. Es gibt hier in Stuttgart Veranstaltungen, die monatlich stattfinden. Die wurden dann auch alle online verlegt. Und ich hatte irgendwann halt keine Lust mehr, da auch teilzunehmen. Und warum? Ja, letzten Endes ist es immer das Gleiche. Es sind alles nur Talking Heads. Wenn ich zu einer Konferenz hingehe vor Ort, dann hat die ein gewisses Ambiente, ich die Location kenne, weil ich die Landschaft kenne, die Leute da treffen kann. Man kann halt auch was anderes machen. So sitze ich halt als nur da und starre. Nachdem ich vielleicht den ganzen Tag im Homeoffice gearbeitet habe, starre ich jetzt noch ein paar Stunden extra auf den Bildschirm, um jemandem zuzuhören, der irgendwas erzählt. Also da fehlt einfach die Abwechslung. Und das führt dann halt zu einer gewissen Sättigung einfach. Insofern freue ich mich, dass mittlerweile über 20 Leute hier dabei sind. Ja, und dann noch ein paar Worte aus Sicht von jemandem, der halt auch Konferenzen veranstaltet. Da gab es natürlich dann auch ganz neue Herausforderungen. Man hatte jetzt ja nicht nur ein verteiltes Publikum, das irgendwo da draußen an den Bildschirmen sitzt, man hatte auch plötzlich verteilte Speaker. Das heißt, von jedem Redner und jeder Rednerin überhaupt erstmal zu dem zentralen Punkt, von wo aus es dann weitergestreamt wird,
gab es erstmal eine individuelle Internetverbindung, die natürlich ein Problem haben könnte. Das heißt, man hatte plötzlich sehr viel mehr Points of Failure und das war natürlich dann auch eine technische Herausforderung. Und nicht alle Konferenzen machen das dann halt wirklich auch komplett verteilt, so wie die Foscon, sondern andere haben es halt Mischformen probiert. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein TEDx hier in Stuttgart gemacht und da haben wir gesagt, okay, geht nicht, die ganzen Leute von zu Hause aus streamen zu lassen, was, wenn genau in dem Moment die Internetverbindung nicht funktioniert. Also haben wir die alle zumindest zusammengeholt an einen Ort und haben die auf eine Bühne gestellt nacheinander und von dort aus gestreamt. Andere Konferenzen sind dazu übergegangen und haben halt mit voraufgenommenen Videos gearbeitet. Da muss ich dann natürlich als Zuschauer sagen, ja, warum muss ich mich dann zu einer vorgegebenen Zeit vor dem Bildschirm einfinden, um mir eine Konserve anzugucken? Na, dann bin ich ja schon wieder wie beim guten alten Fernsehen und da brauche ich auch eigentlich keine Konferenz an der Stelle, ketzerisch gefragt. Es gab dann noch so Hybrid-Versionen, wo man schon mit einem voraufgezeichneten Video gearbeitet hat, aber danach Q&A mit der Redner oder dem Rednerin oder dem Redner. Also in dem Zusammenhang habe ich mich bei ein paar Events gefragt, warum habt ihr das überhaupt als Event gemacht? Hätte es da nicht andere Möglichkeiten gegeben, das zu veranstalten? So, das ist jetzt mal grob so mein Überblick auf Konferenzebene. Gibt es soweit schon mal Fragen, Kommentare? Im Chat ist ja nichts, sonst jemand gerade. Wenn nicht, ich stecke auch mitten in der Technik drin. Dann machen wir nämlich da gerade weiter. In einer Hinsicht haben wir ja sehr viel Glück gehabt mit dieser Pandemie, dass sie nämlich zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, als wir die Technik hatten. Wir hatten Internet, wir hatten alle Smartphones, Laptops. Es war möglich, dass wir uns zurückziehen in unsere Häuser und von dort aus miteinander kommunizieren, dass wir uns informieren. Und ein paar Jahre früher, 20 Jahre früher oder so, wäre das alles ein Riesenproblem gewesen. Mittlerweile geht's. Wir haben alle die Technik, nicht nur uns zu informieren und Informationen zu uns zu holen, sondern wir haben natürlich auch die Technik zu streamen. Von unserem Haus aus, von unserer Wohnung aus, einen Vortrag zu halten. Klar, nicht jeder hat das modernste Handy und alles, aber wir sind auf einem Niveau, wo das eigentlich funktioniert. War doch in dem Fall ein Glücksfall. Und das heißt auch, dass wir in vielen Fällen auch gar nicht viel Geld investieren mussten, um jetzt hier Vorträge von zu Hause aus zu halten. Natürlich kann man viel Geld investieren, wenn man will, oder wenn es einem Spaß macht, ein bisschen dran rumzubasteln. Wir sind ja alle Geeks hier. Deswegen mein Tipp, wenn ihr Geld ausgeben wollt, fangt mit dem Mikro an. Guckt euch mal diese ganzen YouTuber an oder diese Podcaster, was die alles für riesen Mikros vor sich stehen haben. Die Stimme ist halt einfach sehr wichtig. Wenn die rüberkommt, wenn die gut rüberkommt, ist schon mal sehr viel gewonnen. Andererseits merkt man dann natürlich, da ich immer noch dieses popelige Bluetooth-Headset benutze, ich hatte halt einfach in den letzten Jahren, im Prinzip seit der letzten Foscon, habe ich so gut wie keinen Vortrag online gehalten. Also habe ich auch die Notwendigkeit nicht gesehen, jetzt da großartig tätig zu werden. Aber wenn ich natürlich professionell unterwegs bin oder regelmäßig Vorträge halte, dann sollte ich da auch ein bisschen Geld, kann ich, muss ich nicht notwendigerweise. Aber wenn ich halt will, dass es ein gewisses Niveau hat, dann sollte ich da vielleicht auch mal überlegen, wo ich Geld investiere, angefangen beim Mikrofon. Und dann gibt es natürlich nach oben keine Grenzen. Dann kann ich zusätzliche Kameras, Licht, irgendwelche Abdeckungen für den Bildschirm, damit er nicht spiegelt, Teleprompter, weiß der Kuckuck. Also da kann man ja unendlich viel Geld ausgeben. Muss man aber nicht, war meine Botschaft. Sondern es geht in vielen Fällen auch mit Improvisation. Da gab es schöne Beispiele. Dieses hier war ziemlich am Anfang des Ganzen. Ein Journalist aus Australien, live im Fernsehen. Sieht doch super aus, ne? Super professionell. Journalist eben, Fernsehen, die wissen, wie das geht. Der hatte bestimmt eine super Kamera, denkt man jetzt so. Filmcrew vielleicht im Haus, Krawatte und allem. Ja, von wegen. Er hat netterweise ein Behind-the-Scenes-Foto mitgeschickt. Und das sah bei ihm halt so aus. Improvisiert.
Und ratet mal, bei mir sieht es hier gerade ganz ähnlich aus. Also einfach den Laptop so hochgestellt, dass er einigermaßen auf Augenhöhe ist, ein bisschen mit Licht, mit einer einfachen Lampe in seinem Fall, damit man gut ausgeleuchtet ist. Und vielleicht noch ein bisschen den Hintergrund aufräumen. Alles, was unterhalb der Gürtellinie ist, sieht man ja nicht. Fast noch schöner finde ich dieses Beispiel. Das war eine Klimaforscherin. Die Einblendung da unten mit Trump hat da nichts mit zu tun. Auch, wie man sieht, offensichtlich von zu Hause aus, aber sieht ja alles schön ordentlich aus. Wer Kinder hat, ahnt ungefähr, was jetzt kommt. Totales Chaos, Spielzeug überall, improvisiert mit dem Stuhl auf dem Tisch. Sieht keiner. Ne? Mit einfachsten Mitteln das Ganze ordentlich gestaltet. Auffällig ist ja in beiden Fällen, ich sag mal, die lockere Beinbekleidung. Es gibt ja ein schönes Buch oder ein Buch mit dem schönen Titel The Year Without Pants, das Jahr ohne Hosen. Da geht es eigentlich um Remote Working und das ist lange vor der Pandemie entstanden, aber es gibt diesen Spirit so wieder einfach das ganze letzte Jahr ohne Hose, weil es hat ja keiner gesehen. Man sollte allerdings, wenn man solche improvisierten Sachen hat, natürlich darauf achten, dass das auch stabil ist, sonst wird es vielleicht peinlich. Ich habe leider die Quelle dazu nicht mehr. Soweit ich weiß, war das der rumänische Sportminister live im Fernsehen. Ja, war wahrscheinlich so nicht geplant. Fürs Protokoll, man sieht es bei mir auch nicht, ich trage eine Hose. Okay, du hast hier eigentlich auch keinen tollen Ton. Ja, tut mir leid. Besser wird es leider nicht. Zum einen habe ich leider nur dieses popelige Bluetooth-Headset, das ich gegen was anderes ersetzen könnte, oder es liegt an meinem popeligen Upstream. Aus Gründen muss ich leider heute von zu Hause streamen, sonst wäre ich irgendwo anders versucht, aber hoffe, es geht, es ist trotzdem einigermaßen erträglich. Oder hat sich gebessert, seit ihr das gepostet habt. Gut, wo wir gerade no, hat sich nicht gebessert. Ja, tut mir leid, ärgerlich. Wie schlecht ist der Ton genau? Also ist er abgehackt, dann liegt es eher am Internet, oder ist er nicht gut, dann liegt es am Headset. Tipp, tipp, tipp. So schlimm ist er nicht. Okay. Das Mic ist so mittel, ja, das trifft's wohl. Okay, danke fürs Feedback. Wo wir gerade an dem Punkt sind, habt ihr Fragen jetzt eher Richtung Technik oder Anmerkungen? Also, wie ich gerade offensichtlich vormache, und auch gesagt habe, am Ton muss man noch arbeiten. Sonst irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Tipps? Ja, Leute tippen. Open Source Lösungen, die Interaktion fördern. Ja, da wäre ich auch mal gespannt. Ich sehe es halt einfach, aber es ist halt mal wieder das übliche Problem. Wir suchen eine technische Lösung für ein soziales Problem. Also, wenn ich halt einfach da sitze und ich habe jetzt hier einfach nur eine Liste von Namen. Wen soll ich da jetzt anchatten? Wenn ich vor den Personen stehe, dann traue ich mich vielleicht eher, die anzusprechen. Also wenn man so ein bisschen introvertiert vielleicht ist. Es gibt ja auch Leute, die haben da überhaupt keine Hemmungen. Für die ist es natürlich egal, ob das jetzt online oder offline passiert. Ich wüsste jetzt auch aus dem Stand ehrlich gesagt nicht, was man da noch machen kann. Also ich sehe es halt einfach so, dass es gibt keinen guten Ersatz für Offline-Kommunikation. Gerade wenn man neue Leute kennenlernen will.
sowas wie Slido in Open Source. Ja gut, Slido, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, ist doch ein, also so ein Umfragetool für, wo man halt Umfragen während Präsentationen machen kann. Klar, sowas kann man sich ja einfach bauen, aber das ist halt kein Ersatz. Also Interaktion ist ja eine Sache, aber halt mir geht es eher so um den Hallway-Track. Also was mache ich außerhalb vom Konferenzraum? Workplace Adventure habe ich noch nicht gehört. Linux Talk in Chemnitz. Okay. Muss ich mir mal angucken. Danke für den Tipp. War mir neu. Habe ich auch leider nirgendwo im Einsatz gesehen. Wie gesagt, ich habe halt jetzt durchaus bei diversen Konferenzen mitgemacht, aber es gab halt immer nur Chats, ist die Standardlösung und dann halt so ein paar ausgefallene Sachen wie dieses, ah, das ist der Link, Dankeschön, so ein paar ausgefallene Sachen wie diese VR-Lösung, die ich gerade gezeigt habe. Gut, dann mache ich mal weiter mit den Grundlagen. Also ich mache ja normalerweise bei normalen Frostcons, mache ich gerne, wenn man sich lässt, den Kurs präsentieren für Geeks und da gehe ich auf Grundlagen für Präsentationen ein in allen Details. Ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder einen haben können. Ich will heute einfach mal nur zwei Aspekte rauspicken, die mir aufgefallen sind, jetzt speziell beim Online-Präsentieren. Das ist ja so ein bisschen das Bild, dass wir als Redner und Rednerinnen von unserem Publikum haben, jetzt so bei so einer typischen Online-Präsentation. Ja, die sitzen gespannt vor dem Bildschirm. Also in dem Fall Computer nah dran, heißt, man sieht es sehr gut, was da auf dem Bildschirm sich tut. Aber wissen wir wirklich, also ich weiß jetzt ja auch nicht, was ihr da gerade, wie ihr gerade diesen Vortrag guckt. Ob ihr es auf dem Laptop guckt, auf einem stationären Rechner oder vielleicht doch auf dem Handy. Und das sind halt einfach sehr, sehr unterschiedliche Bildschirme, die wir dann haben. Und dann heißt das, dass ich da halt unter Umständen nicht viel sehe. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, von diesen ganzen Software-Lösungen, die es hier gibt, dass die immer den Rechner so klein machen. Also gerade hier Zoom ist der Worst Offender, finde ich. Auch, dass eben die Folien groß gezeigt werden und dann oben ein ganz kleines Fenster mit dem Redner oder der Rednerin drin. Und man muss das auch jedes Mal wieder größer machen. Dass das besonders nervig ist. Es ist mir so oft passiert bei Präsentationen, also bei Konferenzen, die über Zoom liefen. Da wurde zum Moderator dann zurückgeschaltet und dann zum nächsten Redner. Und dann war dieses kleine Fenster wieder so mini und ich musste extra wieder draufklicken, um es größer zu machen. Ich will, die Folien sind ja eine Sache, dass ich die sehen kann, aber ich will ja eben auch die Gestik und die Mimik von dem Redner sehen. Und hier ist es halt besonders peinlich in diesem Screenshot, weil da hatte sich der Redner nämlich extra Gedanken gemacht und hatte seine Folien so aufbereitet, dass er sich rechts unten davor setzen kann. Und eigentlich war es so gedacht, dass eben das, was oben im kleinen Bild zu sehen ist, Fullscreen zu sehen sein würde. Dann hätte man Best of Both Worlds sowohl die Folien sehen können, als auch den Redner in einer anständigen Größe. Und irgendwie haben es die Organisatoren da nicht auf die Reihe gekriegt und haben praktisch das Falsche dann wieder gestreamt. Doch die Folien in Fullscreen. Schade. Hier ist eine andere Konferenz, da haben sie es besser gemacht. Die Rednerin ist schön groß, neben die Folien gesetzt. Und das ist übrigens mein bevorzugtes Setup jetzt für die letzten Konferenzen gewesen, das ist mein Fernseher. Wieder eine andere Variation, also nicht direkt am Laptop, mit der Nase praktisch am Bildschirm oder halt mit dem kleinen Handy, sondern ich hatte einen großen Bildschirm, aber ich bin weit davon weg, weil ich auf dem Sofa sitze, 2, 3 Meter entfernt. Das heißt, da kann ich natürlich kleine Schrift nicht lesen. Und da muss ich mir einfach Gedanken machen, wie gestalte ich meine Folien für diese ganzen unterschiedlichen Setups, weil ich halt nicht weiß, was die Leute da draußen benutzen. Und hier, so kam gestern zum Beispiel halt die Keynote von Honkhase hier von der Frostcon bei mir an. Da habe ich halt von dem Redner halt auch leider recht wenig gesehen. Also riesengroß die Folie, dann links daneben noch der ganze Chat und so ein winzig kleines Bild. Also auch Big Blue Button ist da nicht so toll. Ich habe es jetzt hier auf dem iPad parallel laufen.
Da habe ich meine Folien und das Bild von mir ungefähr gleich groß übereinander. Aber sobald der Bildschirm in die Breite geht, fängt er an, den Redner klein neben die Folien zu setzen. Das ist halt, also da ist auch die Konferenzsoftware, die es gibt, noch nicht so weit, dass sie da einen unterstützt. Also ich würde mir halt auch wünschen, dass man das konfigurieren kann, nicht nur als User, sondern dass auch die Vorkonfiguration einfach von Veranstalterseite her schon möglich ist, zu sagen, ich will aber das Bild von dem Redner größer haben, damit man den besser sehen kann. Also da ist noch Luft nach oben. Ja, und das war nun ein Extrembeispiel auch von einer anderen Konferenz, auch mit BigBlueButton-Derivat. Da kam halt zusätzlich noch eine Liste der Räume, dann eine Liste der Teilnehmer in diesem Raum, der Chat, und dann war für die Folien nicht mehr wirklich viel Platz. Mal abgesehen davon, dass die Rednerin darauf verzichtet hatte, die Kamera anzumachen. Aber das auf dem Handy, da sehe ich doch gleich gar nichts mehr. Und auch auf meinem Fernseher aus einiger Entfernung kann ich da zumindest die unterste Zeile einfach nicht mehr lesen. Also mein Tipp, denkt immer dran. Sag immer, wenn es um normale Offline-Präsentationen geht, denkt an die Leute in der letzten Reihe. Können die eure Folien noch lesen? Und das gilt online im übertragenen Sinne ganz genauso. Einfach wegen der unterschiedlichen Bildschirmgröße, was sehen eure Zuschauer? Und da würde ich halt empfehlen, nicht so viel Text auf die Folien machen, im Gegenteil. Macht Bilder drauf, die das Ganze unterstützen, was ihr sagt. Ihr seid ja da, um darüber zu reden. Und dann einfach noch ein paar Stichwörter, die halt schön groß. Dann kann man das auch auf dem Handy noch lesen oder halt, wenn ich weit weg vom Bildschirm sitze. Hier gibt es die Tipps im Chat mittlerweile, wenn man im BigBlueButton das Sprechervideo größer macht. Aber das ist genau das. Das muss man halt dann erstmal wissen. Ne? Ich komme jetzt als unbedarfter Zuschauer in so eine Konferenz rein und nehme halt dieses Default-Setup, muss ich halt hinnehmen. Und wenn ich als Veranstalter die Möglichkeit hätte, das von vornherein ordentlich zu machen, das wäre halt schön. Also das muss ohne User-Interaktion besser gehen. So, nochmal zurück zu diesem Bild. Also der andere Aspekt hier ist ja, dass wir immer davon ausgehen, dass unsere Zuschauer und Zuhörer gespannt am Bildschirm hängen und auf unsere Worte lauschen, was wir da zu erzählen haben. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Vor allen Dingen halt, wenn man alleine zu Hause auf dem Sofa sitzt. Also wenn ich jetzt in so einem Hörsaal sitze bei der Frostcon mit anderen Menschen um mich herum, dann ist zumindest nur ein gewisser sozialer Druck einfach noch da, dass ich nicht gleich das Handy raushole, werde ich ja schief angeguckt. Aber wenn ich zu Hause alleine auf dem Sofa sitze, hindert mich ja niemand dran. Also das heißt, euer Publikum ist halt ganz schnell weg, wenn die irgendwie gelangweilt sind von dem, was ihr da erzählt. Ganz generell ist das so ungefähr der Verlauf der Aufmerksamkeit eures Publikums bei einem Vortrag. Ihr habt am Anfang die volle Aufmerksamkeit, so für 30 Sekunden, eine Minute. Dann geht es unweigerlich steil abwärts, dümpelt die meiste Zeit so ein bisschen vor sich hin und am Ende geht es wieder hoch. Das ist auch der Grund, warum sich Menschen am besten erinnern an die Dinge, die am Anfang und am Ende von einer Präsentation gesagt wurden. Was auch der Tipp ist, da halt Dinge hinzulegen, die am besten erinnert werden sollten. Also die wichtigen Sachen vorne und hinten hin. Und nicht, wäre mein Tipp, ein persönliches Pet Peeve, wie man im Englischen sagt, am Anfang viel Zeit mit dem eigenen Lebenslauf zu verbringen, weil das interessiert ehrlich gesagt niemanden. Ja, ich bin ja schon der Lebenslauf und von einem Redner ist die Werbung, dass ich in den Vortrag halt reingehe. Aber die Leute sind ja schon da, haben sich entschieden, sich diesen Vortrag anzuhören. Da braucht ihr sie jetzt nicht mehr zu überzeugen. Geht lieber in medias res, gleich zum Thema rein, bringt was Interessantes, was Wichtiges. Ja, und dieses Gedümpel da unten, da kommt es jetzt halt darauf an, wie lange der Vortrag ist. Da gibt es so als Faustregel die 20-Minuten-Regel. Man sagt, so nach 20 Minuten kann sich der Mensch mehr oder weniger konzentrieren, also halt zuhören. Ist einigermaßen dabei, aber dann ist halt auch Schluss. Aber die gute Nachricht ist, dass sich diese Zeit leicht resetten lässt. Ihr müsst einfach regelmäßig was anderes machen.
was jetzt online schon wieder schwieriger ist, aber in einer Präsenzveranstaltung einfach so mal nach 15 Minuten spätestens was anderes machen. Also nicht als nur Folien zeigen, sondern vielleicht mal ein Video, mal eine Interaktion einbauen. Es kann ja einfach auch nur eine Umfrage ins Publikum, wer hat schon mal diesen, das Handzeichen, zack. Und schon ist dieser Counter resettet und dann habt ihr wieder 20 Minuten. Ist online halt schwieriger umzusetzen, muss man dann auch schon wieder zur Technik greifen. Man kann ja einen BigBlue-Button auch irgendwie Umfragen machen oder das habe ich im Intro-Video gesehen, auch mit Whiteboard-Funktionen. Also wenn man eher so einen Workshop hat, würde ich das auf jeden Fall nutzen, jetzt für einen einfachen Vortrag. Kommt drauf an. Ja, jetzt gucke ich gerade mal, was hier noch kommt. Ich sehe. Ja, beim Barcamp. Ja, okay, bei Barcamps ist es natürlich tatsächlich so, dass es ja gelebte Kultur da ist, wo man halt sagt, setzt euch in einen Vortrag rein oder in so eine Session und wenn es euch nicht gefällt, wenn es euch nicht interessiert, wenn ihr euch was anderes versprochen habt, raus, nimmt euch niemand krumm. Das ist vollkommen okay. Und da ist natürlich, das ist ein valider Punkt. Das ist jetzt halt auch sehr viel einfacher, während wenn ich im Hörsaal sitze, mitten in der Reihe drin und will jetzt halt mitten im Vortrag raus, das bringt dann halt auch Unruhe rein und ist einem vielleicht peinlich. Das sind so Sachen, die man halt vielleicht dann sich verkneift und dann einfach nur die Zeit da absitzt. Ist online, guter Punkt, einfacher da rauszugehen und sich vielleicht den nächsten Vortrag anzuhören, der interessanter hoffentlich dann ist. Gut, sonst noch Fragen, Anmerkungen zu dem Teil? Was hier noch? Ist noch um die Bildschirmgröße, okay. Bildgröße. Keine Fragen, keine Anmerkungen. Dann mache ich mal mit dem nächsten weiter. Also, ich habe mich dreimal hin und her entschieden. Nenne ich das jetzt Learnings, nenne ich es Thesen, Fazit. Ich bin immer noch unentschieden. Es ist so eine Mischung. Ich fange mal Das erste ist vielleicht eine Forderung. Livestreams sollten Standard werden. Es war ja lange Zeit bei Konferenzen unüblich, dass überhaupt die Vorträge aufgezeichnet werden. Also Open Source Konferenzen waren da ja früh dabei, FOSDEM und auch die FOSCON und so weiter. Aber kommerzielle Konferenzen haben sich da lange Zeit schwer getan, überhaupt mal Aufzeichnungen zu machen. Und dann, als die Aufzeichnungen vorhanden waren, die auch Leuten zur Verfügung zu stellen, die nicht teilgenommen haben. Und mittlerweile ist es so einigermaßen Standard, dass Vorträge auch aufgezeichnet werden und dass ich das hinterher angucken kann. Bei Livestreams haben wir jetzt gerade halt eine ähnliche Entwicklung. Livestreams bei Open Source Konferenzen ist schon seit einiger Zeit Standard. Die anderen Konferenzen haben so langsam mitgezogen und jetzt mussten auf einmal halt alle machen. Und ich hoffe halt, dass das da beibehalten wird. Weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es ermöglicht halt viel mehr Leuten, da teilzunehmen. Und es ist gerade bei kommerziellen Konferenzen wahrscheinlich so ein bisschen die Befürchtung, dass dann halt die Leute nicht zur Konferenz kommen. Also so ein Livestream muss ja nicht kostenlos sein. Aber wenn er halt günstiger ist, mache ich halt nicht so viel Geld damit. Aber andererseits ist halt ein Livestream auch eine Werbung. Wenn ich halt sehe, wie toll die Konferenz ist, bin ich vielleicht eher motiviert, im nächsten Jahr, wenn sie denn so stattfindet, auch mal vor Ort zu sein. Und nicht vergessen, es ermöglicht halt ganz vielen Leuten überhaupt erst teilzunehmen, die halt vorher nicht teilnehmen konnten. Und da denke ich jetzt nicht nur an Leute mit Behinderungen, sondern halt einfach an Leute, die keine Zeit haben, um die halbe Welt zu reisen, um sich PowerPoint-Folien anzugucken. Also es ist eine Möglichkeit, man muss das als Chance sehen, es ist eine Möglichkeit, das Publikum zu erweitern, das an der Konferenz teilnehmen kann. Würde ich mir unbedingt wünschen, dass das jetzt immer so ist und so bleibt. Dann die etwas ketzerische Frage. Brauchen wir dafür wirklich eine Konferenz? Also ich denke jetzt natürlich gerade so an so Sachen, wo mit voraufgezeichneten Videos gearbeitet wurde. Ich will jetzt nicht die FOSCON abschaffen. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass die FOSCON nächstes Jahr wieder in Präsenz stattfindet. Aber bei der einen oder anderen Veranstaltung, wo ich halt teilgenommen habe, habe ich mich halt schon gefragt, warum war das jetzt eine Konferenz? Warum musste ich zum Zeitpunkt X da vor dem Bildschirm sitzen? Hätte man den ganzen Kram nicht einfach auf YouTube werfen können und ich hätte mir das angeguckt, wenn es mir gepasst hätte.
Und es gibt ja auch Mischformen. Also man muss da einfach vielleicht auch ein bisschen kreativ sein. Ein bisschen hergeholt, aber ein Beispiel, das mir dazu einfällt, aus einem anderen Bereich. Es gibt auf Twitter, gibt es Tim's Listening Party. Tim Burgess von der UK-Band The Charlatans, falls den noch jemand kennt, hat das mal eingeführt während der Pandemie. Die Idee ist einfach, man trifft sich zu einer bestimmten Uhrzeit, also trifft sich, man ist zu einer gewissen Uhrzeit online und hört einfach ein bestimmtes Album einer Band. Das heißt, alle Leute hören zu einer bestimmten Uhrzeit dieses Album und dann holt er die Leute, die hinter dem Album standen, also die Band oder vielleicht ein Soundtechniker oder irgendjemanden dazu und die kommentieren dann live zu dem Song, der gerade bei den Leuten zu Hause läuft. Ist eine kreative Art und Weise, verteilt jetzt zum Beispiel dieses Album zu genießen und neue Insights dazu zu gewinnen. Und sowas in der Art könnte man ja vielleicht auch für Vorträge machen. Also einfach dieses starre Konferenzformat auflösen und anders organisieren, neu zusammensetzen über Social Media oder ähnliches. Whisky Online-Probe, ja, sowas habe ich letztens auch gesehen. Das war ein Bier-Tasting online, fand ich allerdings jetzt halt nicht. Denn erstens trinke ich kein Bier und zweitens hatte ich keins. Also anderen Leuten über das Internet beim Biertrinken zuzugucken, ist dann auch ein bisschen komisch. Aber wenn man natürlich selbst dabei ist und vielleicht auch die Probe vorliegen, ja genau, Proben werden vorher versendet, genau, in dem Fall, ja sicher, natürlich, dann sowas in der Art. Genau. Einfach mal kreativ neu drüber nachdenken, was man so machen könnte. Ich will nicht alle Konferenzen abschaffen, aber die ein oder andere Veranstaltung hat sich irgendwie jetzt gezeigt, fand ich, dass sie nicht wirklich als Veranstaltung würdig war. Anbieter können das auch asynchron monetarisieren, zum Beispiel halt. Ja, man kann dann, was weiß ich, wenn ich halt 5 Vorträge habe, dann gibt es halt an jedem Wochentag über Social Media irgendeine Aktion. Und dann ist das auch wieder verteilt und man kann da mit Werbung oder was auch immer auch noch ein bisschen Geld rausholen, klar. Virtuelle Weinkäseprobe. Ja, wenn es das schon gibt. Also an solchen Ideen vielleicht mal orientieren. Für die eine oder andere Veranstaltung wäre das sicher eine interessante Alternative. So, dann hatte ich ja was zur Technik gesagt, aber da kann man halt, wie ich gezeigt habe, ja sehr viel improvisieren. Also wir haben alle die Technik in der Hosentasche, mit der ich von jedem Ort der Welt aus jederzeit präsentieren könnte, aber es lohnt sich einfach nochmal kurz drüber nachzudenken, was kann ich denn jetzt noch zusätzlich improvisieren, damit das ein bisschen besser wird für diejenigen, die zugucken. Also ich stehe jetzt hier zum Beispiel vor meinem Wohnzimmertisch, auf dem stapelweise IKEA-Kisten stehen, damit halt der Laptop auf Augenhöhe ist. Da muss ich halt ein bisschen improvisieren, weil ich keinen passenden Ständer dafür hatte und auch keine sonstige gute Kamera. Also einfach mal gucken, was möglich ist. Die anderen Beispiele habt ihr ja vorhin gesehen. Es sollte halt stabil sein und Sicherheitshose tragen. Und die Frage, die möchte ich euch halt noch mitgeben, wenn ihr eure Folien jetzt wieder entwerft. Und ich habe jetzt gerade auch bei der Foscon wieder sehr viele textlastige Folien gesehen, wo ich mich halt frage, gerade die Leute mit dem Handy oder die halt weit weg vom Bildschirm sitzen, was haben die darauf jetzt wirklich noch erkannt? Überlegt euch, was euer Publikum sieht, was es sehen soll. Wie wichtig sind wirklich die Folien? Wäre es nicht wichtiger, dass der Redner besser im Bild ist? Diese Dinge einfach nochmal hinterfragen. Und damit wäre ich auch schon am Ende. Gibt es noch Fragen oder finale Anmerkungen? Gibt mal ein paar Leute. Ist man nicht auch selbst schuld, wenn man online auf einer Konferenz
mitmachen möchte, nimmt jetzt nur das Smartphone oder einen Bildschirm. Ja gut, vielleicht haben die Leute halt auch nichts anderes. Also ich merke es immer mehr, dass auch sehr viele heutzutage einfach gar keinen Laptop mehr haben, keinen privaten zumindest, sondern dass alles über das Smartphone geht. Deswegen werden die Smartphones ja auch immer größer, aber es ist halt immer noch kein Vergleich halt zu einem Laptop. Ich würde Folien nicht für das Smartphone optimieren. Das habe ich so nicht gesagt, aber ich würde halt die auch nicht so textlastig machen. Also einfach überlegen, muss das alles auf der Folie stehen, was ich da sage. Das ist auch wieder so eine Grundlage, wo ich halt ein starker Verfechter bin von möglichst wenig Text auf Folien. Weil grundsätzlich ist bei einem normalen Vortrag, wenn ihr den ganzen Text auf die Leinwand werft, dann fängt das Publikum halt an zu lesen und hört euch nicht zu. Es sollte ja umgekehrt sein. Das Publikum sollte euch zuhören und einfach die Stichpunkte auf der Folie sollten halt zur Erinnerung dienen, wenn ich das hinterher mir angucke. Jetzt tippen noch ein paar Leute. Text macht kein Kopfkino, Bilder und Worte schon. Bilder auf jeden Fall, bin ich ein großer Fan von. Worte würde ich halt reduzieren. Also das ist ja kein Roman, den ich da hinschreibe. Ein Roman kann natürlich Kopfkino machen, aber das ist dann kein Vortrag. Genau, Vortrag sollte kein betreutes Vorlesen sein. Dankeschön. Das war das, was ich sagen wollte. Worte sagt man. Okay, ja, in dem Sinne, ja. Ich stehe ja da und erzähle was zu dem Thema und dann können die Leute das zuhören und sich gegebenenfalls vorstellen. Und um die Vorstellung ein bisschen zu unterstützen, ein aussagekräftiges Bild halt in den Hintergrund packen und dann nochmal das Stichwort draufpacken. Um das es gerade geht, zum einen für die Leute, die nicht ganz aufgepasst haben und zum anderen halt einfach, um auch gegebenenfalls die Interpretation des Bildes in die richtige Richtung zu schicken. Gut. Bitte noch ein paar Leute. Falls jetzt sonst nichts mehr kommt, schneller tippen. Gut, also jetzt kommen die ersten Danksagungen, dann denke ich mal, sind wir jetzt ziemlich am Ende. Die Folien, falls ihr sie wollt, ganz ohne den Text, sind mittlerweile verfügbar. Ihr müsst dann über das Programm gehen. Da könnt ihr sie dann runterladen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne hier kontaktieren. E-Mail-Adresse steht da oder ich bin auch auf Twitter. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr euch an einem Sonntagnachmittag Zeit genommen habt, schon wieder online zu sein, vor Bildschirmen zu sitzen und einem Talking Head zuzuhören. Dankeschön. Ja, auch nochmal vom Foscon-Team vielen Dank für den Vortrag. Und ich hoffe, dir gefällt die Foscon auch und dass du auch ein paar gute Vorträge hier hören und sehen kannst. Ja, hatte ich schon. Dankeschön. Und hoffentlich ja halt nächstes Jahr wieder vor Ort. Das wäre doch toll. Ja, das hoffe ich auch. Ich brauche nämlich eigentlich einmal mehr diesen Muskelkater vom Auf- und Abbauen. Okay. Gut, also dann schönen Dank euch und schönen Tag noch, schöne Restkonferenz.